Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Wir sind zurück und müssen die Quest abgeben und ich muss mich entschuldigen, Leute, die Tür war offen. Das jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt ist glaube ich dann vor 4 Tagen, am 10.8. war glaube ich die letzte Folge. Ja, eigentlich kommt es ja alle 2 Tage, aber ich hatte jetzt nicht genug vorproduziert und habe jetzt am Wochenende einfach keine Zeit gehabt, beziehungsweise etwas anderes tatsächlich gespielt, mehr. Wofür ich mich wirklich entschuldige, ja, war nicht geplant so. Ich dachte aber ehrlich gesagt, ich hätte eine Folge noch da. Und dann habe ich gemerkt, die habe ich gar nicht mehr, aber dann war eh schon 12.8. Also dann wäre der zweite Tag eh schon rum gewesen. Jetzt mache ich es halt heute erst am 13. Aber hochladen tue ich es halt erst am 14. Deswegen die kleine Pause. So. Hallo. Ich habe die Anführer der Dämmerwacht getötet, genau. Das sollte sie etwas aufhalten. Aber wir sind sie noch nicht vollständig los. Boah, die Augen von der sind krass. Herumirren, nachdem er von seinem Kopf getrennt wurde. Wie kann ich helfen? Sprecht mit Vingalmo. Er hat etwas für euch. Okay. Viel Vergnügen auf der Jagd. Dankeschön. Danke. So. Ich hoffe, dass irgendwann diese Tränke respawnen, weil das ist irgendwie 125 Gold wert oder so. Und wenn die einfach immer so rumliegen. Hä, hey, warum muss ich die aufschließen? Mir gehört doch ja. Ich bin der. Ey, mir gehört die fucking Burg. Verdammt. Oh, wow, was ist denn da alles drin? Nice. Gönnung. Ja, ein paar Gifte. Und was ist das? Giftrezept der Zürung. Nice. Holy shit. Wie gesagt, also Bücher gibt es hier massenweise. Gut, okay, einige davon haben wir wahrscheinlich schon. Hier ist noch eine. Aber gut, das sind nur so Zutaten zum Zaubertrank braun. Wow, das war creepy. Hier auch. Boah, ich muss irgendwie... Ich glaube, wir müssen irgendwann mal... Gönnen wir uns die schwarze Magierrobe. Ich muss hier wirklich mal durchlaufen und einfach looten, weil die Burg... Ich meine, mir gehört hier alles. Also ich kann nehmen, was ich will. Also ist uns leider der Quest-Typ hier abgehauen. Leute, er ist jetzt genau dahin gelaufen, wo wir gerade waren. Nee, doch nicht. Na, Moment. Ihr werdet am Hof willkommen sein. Ganz sicher. Ich möchte euch gerne noch einen Rat geben, wenn ich darf. Seid vorsichtig, wem ihr traut. Nicht allen von uns liegen nur die Interessen des Hofes am Herzen. Ortjolf zum Beispiel. Er wird euch sagen, dass er es gut meint. Aber ihr solltet ihm wirklich nicht trauen. Vergesst das nicht. Verstanden? Ortjolf, das muss ich mir merken. Warum kann man Ortjolf nicht trauen? Er behauptet, ein treuer Diener zu sein. Doch in Wahrheit begehrt er den Thron. Er sieht sich eines Tages selbst als Herrscher. Durch seinen Ehrgeiz werden ihm alle Mittel recht sein. Wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr es bereuen. Okay, wie kann ich helfen? Ich habe einen neuen Kandidaten für Harkons Geschenk gefunden. Ich entsende euch, um die arme Seele in unserer Familie willkommen zu heißen. In ihrem derzeitigen Zustand ist sie eine erbärmliche Kreatur. Aber das Geschenk sollte ihr neuen Mut verleihen. Und ihr niederer Stand ermöglicht es ihr, unsere Augen und Ohren in Markarth zu sein. Beruhigt sie. Nehmt ihr mit eurer vampirischen Verführungskunst die Furcht. Und wenn sie nachgibt, nehmt sie in den Arm und beißt ihr in den Hals. Was meint ihr damit, Furcht durch vampirische Verführungskunst zu lindern? Unser Blut gibt uns die Kraft der Beruhigung und Entspannung. Wenn ihr die Gabe im Moment nicht besitzt, verzichtet einen Tag lang auf das Nähren. Dann kommt sie von allein zurück. Sobald ihr euer Opfer ausreichend verführt habt, könnt ihr die Gabe problemlos weitergeben. Okay. Wenn ihr die Umarmung anbietet, achtet darauf, dass euch keine neugierigen Augen beobachten. Wow! Eure Schwester kann sicher etwas Ruhe gebrauchen. Alter! Erstens mal, what the fuck, jeder von diesen Schränken ist halt randvoll mit Büchern. Was übel krass ist. Aber noch viel krasser. Schaut euch mal an, was hier für Sehnsteine rumliegen. Und da liegt ein krasser Dolch. Und das ist eine Lehrlingsvitrine. Also ein Lehrlingsschloss. What? Das sind doch...
Gewöhnlicher, großer, gut, okay, klein und winzig, Elfen durch der Bindung. Also, dass das ein Lehrlingsschloss war. Aber hier, das ist doch ein, entweder das ist ein schwarzer oder ein mächtiger. Aber das ist auch ein Meisterschloss. Das wird nicht so leicht zu knacken sein. Oh, nein, scheiße, habe ich den jetzt aufgehoben schon, oder? Er liegt hier nicht. Nice, gefällt. Aber ja, das war doch nicht so schwierig. Passt. Ja gut, dann würde ich sagen, packen wir's. Ist ja die Frage, ob wir das jetzt machen wollen, oder das sind jetzt so Sachen, das sind nicht mal mehr richtige Questreihen, sondern das sind jetzt wirklich nur solche random Nebenquests. Also ich glaube, die machen wir jetzt noch und dann hören wir aber auf damit. Weil das ist jetzt nicht mehr so interessant. Da können wir irgendwann mal weitermachen, aber das muss jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Wir müssen nur mal kurz schauen, vampirische ja, habe ich eh noch auf Favoriten, passt. Und dann Markart, da waren wir glaube ich eh noch nicht, das ist zumindest interessant. Ja, da können wir wieder eine kleine Reise machen. Das müssten wir in der Folge auch locker noch hinbekommen. Harmukstahl, ja, gehen wir hier zu Rotadler, ja, das ist dann echt nicht so weit. Das dürfte passen, wir sind fast Level 26, das passt auch sehr gut. Das ist sehr gut. Oh. Ach, sind hier schon wieder welche, oder was? Hier bin ich letztens mal gespawnt, da waren da auch schon wieder Gegner, oder? Oder doch nicht? Ich glaube, das war... Nee, das war woanders. Aber eigentlich finde ich, ist das ganz cool, weil... So kann man halt immer noch ein bisschen looten und so. Wenn man an gewisse Orte nochmal reist. Weil das hier haben wir ja wirklich schon abgeschlossen. Und trotzdem sind hier jetzt wieder Gegner. Ja, Moment mal, Speer, der abgeschworen, müsste nicht eigentlich ein bisschen stärker sein. Oh Leute, ich hab's aus in diese Lampe da aufgehoben. Nice. Warum hatte die zweimal Pfeile? Aber nee, das war nicht hier, weil das andere war ein größeres Lager. Aber auch nicht schlecht. Ja, immerhin zwei Zaubertränke und ein bisschen Gold. Warum nicht? Nehmen wir uns alles mit. Sehr gut. Boah, das ist auch wieder ein krasser Ausblick auf den Berg vor uns. Der sieht nice aus. So. Und let's go. Jetzt müssen wir eh um den Berg herumlaufen, wie es aussieht. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so weit weg. Oh, wow. Da unten ist ein krass fettes Lager von den Abgeschworenen. Aber da gehen wir jetzt mal nicht hin. Allein die... Schaut euch das mal an. Ich meine, jetzt so auf den ersten Blick sehe ich allein mindestens 8 oder 9 Stück. Da oben stehen 2, da einer. Da unten laufen 3, da oben laufen 2. Ja, das sind viel zu viele. Die alle zu killen, würde ewig dauern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das da sogar Teil von der Quest ist. Also so gigantische Dinger sind eigentlich immer Teil von der Quest. Also nur so kleine Lager sind teilweise wirklich mal kein Teil von der Quest. Aber es ist fast alles tatsächlich Teil von der Quest. Manchmal kriegt man auch die Quest erst dann, wenn man irgendwas gemacht hat. Also gut ist bei solchen Dingern nicht. Aber oftmals bei so kleineren Höhen oder wenn es wirklich nur so ein Haus ist oder so, dann kriegt man teilweise auch mal eine Quest, wenn man den einfach, wenn man das Haus dann quasi einfach geklärt hat, sozusagen. Ist auch nicht so häufig. Oder wenn man irgendwas findet oder aufhebt oder so. Genau, so jetzt ist leider wieder Tag, das heißt, nichts mit Ausdauerregeneration. Was ist das hier? Ist das Lehm? Ja, aber das brauchen wir nicht. Es ist nur die Frage, wie komme ich jetzt? Ich gehe jetzt lieber mal hier schon mal hoch, weil nicht, dass ich dann da drüben nicht mehr hochkomme. Wäre nicht so schön. Dann gucke ich mal. Na, ich glaube, wir warten jetzt mal kurz bis Abend. Das wäre ohne Sprinten. Was? Kannst du nicht warten? Ach, war dann so ein dämlicher Fisch im Wasser wahrscheinlich. Oh, jetzt ist aber ein Gegner vor uns. Oh. Nochmal abgeschworene. Das gibt's ja gar nicht. Wow! Ja, die ist stark. Aber die sind allgemein stark, wegen diesen dämlichen Zweihandwaffen. Die machen halt doppelten Schaden quasi. Aber genau deswegen habe ich gerade abgespeichert. So, dass ich habe gespeichert, dass sie mich schon gesehen haben. Okay, das ist keine gute Idee. Ja, fuck ey, jetzt habe ich halt genau jetzt keine Ausdauer. Ich glaube, jetzt sterbe ich nochmal. Außer ich kriege meinen Schrei irgendwie nochmal. Oder benutze Heilung.
Aber mein Schrei regeneriert sich auch sau langsam, merkt ihr das? Aber Moment mal, die sind jetzt schon so low tatsächlich, dass ich jetzt eigentlich keinen Bock habe und wir haben sau viel Nahrung. Wow, wir haben 15 mal Lachsfleisch. Das spart uns easy mal 2-3 Tränke. Ja, Ausdauer gönnen wir uns auch. Ja, schaut, easy Half-Life und fast volle Ausdauer nur durch Zutaten, nur durch Essen. Nehmen wir noch zwei oder ein, da kleine Heilung. Ja. Nur damit wir nicht wirklich draufgehen. Aber genau, der ist jetzt eh tot. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, die macht so abnormal viel Schaden. Nein! Lol. Der Damage over time hat sie in die Knie gezwungen, wo ich daneben geschlagen habe. Nice. Ja, weil das Problem war auch, ich war jetzt Half-Life, das habe ich auch gar nicht bedacht, weil ich jetzt ja gar nicht auf den Fight eingestellt war. Also ich hatte gerade nur halbes Leben, das habe ich auch erst gesehen, als die mich angegriffen hat. Weil so direkt Two-Hit ist schon krass, weil wir haben schon einen hohen Rüstwert eigentlich und gut, unsere Lebenspunkte sind tatsächlich, also wir haben nicht so viel Leben tatsächlich. Oh oh. Wow. Okay, das hätte nicht funktionieren müssen, er hat uns eigentlich getroffen. Ah, nein, ist gestorben. Leute, der Zwergenpfeile. So. Wow, das war heavy. Können wir mal ein bisschen Wiederherstellung trainieren. Aber das kostet so viel Mana. Magika. Wow. Den Fight hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich wusste, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinlaufe, passiert immer irgendwas. Das ist das Nice, das ist nie langweilig, wenn man irgendwo hinlaufen muss. Die haben ein Hühnchen getötet. Ja gut, es ist halt jetzt auch wieder hier irgendwas, kann ich mir erstmal meine Nahrung wiederholen. Und schon wieder so ein dämliches Item aufgehoben, das man niemals brauchen wird. Ja gut, ich weiß jetzt nicht. Ja, wir haben es ja entdeckt, also ich glaube, wir brechen jetzt nicht in das Haus ein. Wir haben es entdeckt, das reicht für die Zukunft. Mehr machen wir jetzt nicht. So, aber unser Magiker regeneriert sich echt extrem schnell. Machst kurz nicht und die Leiste füllt sich sehr schnell auf. Das ist cool. So. Dann. Gehen wir weiter. Ach so, genau. Ich wollte ja warten, damit wir wieder sprinten können. Ach, ist eh schon 6. Ja. Ja, gut. Passt. Perfekt. Sehr gut. Ja, aber sonst dauert es echt zu lang. Das ist nervig. Aber es müsste jetzt eigentlich eh gleich da sein, weil das war ja nicht weit. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gelaufen eigentlich. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert oder ob ich es verkacke. Oder ich mir es doch lieber anhören hätte sollen mit dem, wie Harkons Verführung funktioniert. Wahrscheinlich schon, ja. So. Jetzt dürften hier keine Feinde mehr kommen, weil wir jetzt schon in der Stadtnähe sind. So. Hui. Die Verteidigungsanlagen hier sind auch nice, weil es auch eine ehemalige Zwergenstadt ist. Oder das heißt auch? Ne, Moment mal. Na, das ist die einzige. Also die Stadt hier, das ist ja alles, man sieht es ja eh von dem Aussehen her. Das sind alles Zwergengebäude. Deswegen ist die Stadt ultra krass, die Verteidigungsfestung. Markarv. Wenn du zu viele Questziele hast... Ach, das ist das mit dem Ding. Hey. Stirb, Verbrecher! Ich schätze, die Luft ist rein. Verhext. Erstmal ausrauben. Wir sind hier in der Stadt. Gang geschehen. Die Stadtwache von Markarv hat alles unter Kontrolle. Ich gehöre zwar nicht zur Stadtwache, aber ja, ich hatte alles unter Kontrolle, erst recht. So, die Wohnkaserne. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Die Wohnkaserne ist nichts für euch, glaubt mir. Okay. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Okay, too much information. Nein, bitte, tut mir nicht weh. Reden. Mhm. Oh, never mind. Oh. Ach so, das war's. Wir reden wirklich nicht mit der.
Der meinte das wörtlich mit: Dadurch, dass wir sie Dingensen beißen in den Vampir verwandeln, dadurch nehmen wir ihre Enkel. Also, das hat er legit so gemeint. Die Wohnkaserne ja, mit dem kenne ich. Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Naja, gut, okay. Ja, wobei im Schleichen. Ja, aber das kostet zu viel Gold. Das würde ich. Ich will, wie gesagt, erst diese Errungenschaft machen mit den 100.000 Gold. Danach können wir uns dieses ganze Training kaufen. Dadurch werden wir da auch mindestens 3-4 Level oder so kriegen. Vorausgesetzt, wir machen alles direkt hintereinander oder so. Aber da kann man ziemlich viel trainieren, tatsächlich, für Gold. Aber es ist echt ziemlich teuer, die 5. Stufe. Also jeder kann 5-mal trainieren. Ja, die 5. Stufe kostet dann, glaube ich, teilweise über 1.000. Also zahlst du insgesamt für alle 5 Stufen 3.000 Gold oder so. Also das ist ziemlich krass. Aber gut, dafür kriegt man dadurch meistens auch ein halbes Level oder so. Je nach Stufe halt. Und je nach Höhe der Fähigkeit, die man trainieren lässt. Aber rein theoretisch kann man auch eine Fähigkeiten einfach selber hochtrainieren. Also so schwierig ist es jetzt eigentlich auch nicht. Weil wenn man irgendwas die ganze Zeit macht einfach, dann kriegt man ziemlich viel XP davon. Ja. So. Dann mein lieber Wingalmo. Braucht ihr etwas? Kairine oder doch, wurde in die Familie aufgenommen. Elfenbogen der Schneestürme. Werdet ihr vermutlich feststellen, dass unsere neue Schwester ihre Verwandlung zu schätzen weiß. Na, okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Elfenbogen der Schneestürme. Mal schauen, was der Wert ist. 768. Ja, ein Frostschaden. Aber ich glaube, den können wir sogar entzaubern. Können wir gleich mal gucken. Das ist doch ein Kanal-Entzauberer. Verzauberer. Entzaubern? Nee. Kennen wir schon. Ah, okay. Aber nice, dann können wir den verkaufen. Noch besser. Gut, dann würde ich sagen... Ja, dann können wir jetzt eigentlich das jetzt machen. Also die ganzen Bücherschränke und so, das mache ich dann erst, wenn wir kurz vor einer Lesefolge stehen. Und dann können wir noch gucken, was es hier noch so gibt. Oh, warte, was ist deine... Da sind Halsketten drin. Ja, perfekt. Ja, die Vampirrüstung, die haben wir ja schon mal gesehen. Die könnte man sich echt eigentlich auch mitnehmen und verkaufen. Weiß nicht, komme ich mit der... Bin ich der Einzige, der sich das so denkt? Oder denkt sich das jeder? Ich denke mal, das denkt sich schon jeder, der sich das Spiel spielt, oder? Wenn man jetzt irgendwie sich so denkt, oh, ein bisschen Gold wäre jetzt eigentlich schon ganz nice. Und sieht hier das ganze Zeug rumliegen und das gehört ja eh dir eigentlich. Beziehungsweise du darfst es halt nehmen. Warum nicht? Ich meine, what the fuck, it's free. Leute, musst einfach in der Mitte bleiben. Ich dachte es mir die ganze Zeit schon. Gold. Nein! Goldene Halskette... Ich muss mal auf den Tisch drauf, weil ich da gar nicht drüber sehe, weil ich so klein bin. Eine goldene Smaragd-Halskette. Und was war das andere? Das Knochenhabicht. Aber das hat nur 100 Wert. Vampirrüstung. Das ist saukrass, wie viel Gewicht haben wir. Oh, und wir haben noch mehr als genug Platz frei. Wobei feine Kleidung ist auch was wert, aber nicht genug. So... Ja, aber eigentlich Schwachsinn, weil 5x feine Kleidung sind 250 für 5 Gewicht und eine Vampirrüstung ist nur 150 wert. Also eigentlich ist das jetzt Schwachsinn. Wenn, dann muss ich die auch mitnehmen. Wir nehmen die hier aus. Aber das sind nicht die Sachen, nach denen ich eigentlich suche. Ich suche wirklich nach so Halsketten und nochmal so mehr von den Sehnsteinen und sowas. Aber ich weiß nicht, ob es davon noch mehr gibt. Hier war ja... Genau, hier war die Kathedrale, wo wir Harkon getötet haben. Hier gibt's nichts mehr zu looten, die Truhe ist leer, genau. Na, hier gibt's nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wir waren glaube ich eh noch nicht überall oder noch nicht richtig. Na. Jetzt geht's da zum Innenhof. Na, öffnen Tür. Ah, das war Harkons Privatgemach. Oh boy. Das ist nicht schlecht. Ja, und eine Folterkammer war es natürlich auch noch. Ja, da ist noch ein... Boah, da gibt es so viele Dinger. Zwergeband 1, den nehme ich mal mit. Die interessieren mich, die Zwerge. Da oben ist noch ein Sehnstein. Verdammt nochmal. Verdammt. Nehmen wir auch mit, jetzt weil ich schon angeklickt habe. Hey, ich will den Sehnstein. Sehr schön. Noch eine Vitrine. Oh, was ist das? Ein Drachenpriesterdolch. Lol. Der liegt hier einfach so rum, ist aber leider nicht viel wert. Tintenfässer. Oh, was ist das?
Ich weiß nicht ganz genau, was ist. Das ist eine Halskette und das ist eine abgetrennte Hand. Das ist einfach nur Papier und das, was zum Teufel ist das? I don't even wanna know. Ich würde sagen, wir machen nur die hier auf. Da sind Ringe und sowas drin. Knochen habe ich drin. Und das andere war ein Diamant. Oh, wir haben Schloss knacken fast auf 50. Dann könnten wir das nächste Update machen. Upgrade. Mit quasi das. Ich glaube, dann kommt sogar Depp dran. Dann ist der Depp leichter zu knacken um eine gewisse Prozentstufe. Aber wir haben es jetzt so oder so auf 50. Entweder ich verkacke noch ein paar Mal oder wir schließen es auf und haben es dann auf 50. So, was ist das? Kann ich gar nicht nehmen. Da liegt einfach eine abgetrennte Hand drin, aber die will ich auch gar nicht haben. Genau, und hier hat Harkon immer geschlafen, der Boy. Ja, ich glaube, nach der Folge muss ich erstmal Fett verkaufen gehen. Was ist das noch? Oh, noch ein Diamant. Also, wenn sich das nicht mal gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Silberdiadem mit dem Mondstein. Wow. Das ist echt krass. Ich muss jetzt mal abspeichern. Nicht, dass noch irgendwas RIP geht hier. Was zum Teufel? Das ist irgendein Fell. Werwolfpelz. Den hatte er sich in eine Vitrine gelegt. Wow. Das ist... That's fucked up, man. That's fucked up. Braucht ihr etwas? Okay, hier ist nichts. Das ist wahrscheinlich der verschüttete Eingang, von dem die Serana damals erzählt hat. So, hier geht's natürlich noch weiter. Oh boy. Lösung der Stärke ist sehr nice. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Tornister. Oh, goldene Halskette. Ein Geldbeutel. Feuersalze, Mondzucker. Damn. Das ist echt Loot City hier. Also die Quest, die lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Die lohnt sich richtig. Allein schon, was man sich hier dann gönnen kann. Ich meine, wow. Plus, du kannst die ganze Dämmerwacht auch noch ausrauben. Haben wir ja davor gemacht, also geht, glaube ich, fast gar nicht besser. Okay. Wow. Oh, was ist das? Oh, da ist eine verzauberte Waffe. Und da sind nochmal zwei Halsketten. Heilige Scheiße. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt erstmal Fähigkeiten. Wo ist denn das? Schlossknacken. Hier. Novizenlöcher. Schlösser. Löcher. Sind viel einfacher zu knacken, Adept, ja. Das nächste bei 75 und Meister dann erst bei 100. Ja, Meister wird eine Weile dauern. Aber Adept müsste jetzt eigentlich... Okay. Ja, passt. Erster Versuch zumindest, wo wir in der richtigen Richtung waren. Okay. Oh, das ist jetzt ein Expertenschloss. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger wieder. Oh. Wir können uns mal anschauen. Übrigens, das habe ich jetzt voll vergessen. Was wollte ich jetzt machen? Das hier. Genau, bei Schlossknacken noch. Und zwar, was das hier links nochmal ist, das habe ich schon wieder vergessen. Schlösser knacken, ohne entdeckt zu werden. Vielleicht der automatische Abbild des Schlüssels, wenn es einen gibt. Okay. Du findest mehr Goldstücke in Truhen. Können wir das schon machen? Erfordert 60. Okay, und was wäre das? 50% mehr Erfolg beim Finden von spezieller Beute. Okay. Ah ja, Dietrich jetzt zerbrechen. Nie, aber das erfordert natürlich 100. Ja. Ja, okay. Das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten, muss ich sagen. Weil da springt die meiste Kohle bei der Ostsee. Das ist natürlich nice. So, ich glaube... Na, ich glaube, da drüben geht's nicht auf. Na, geht's auch nicht. Es geht hier auf. Na! Das gibt's nicht, ey. Um ein verdammtes Ding daneben. Oh, oh, oh. Oh Mann. Jetzt. Hast gleich nochmal aufgelevelt. Und, haben wir jetzt E-Level ab. Sehr gut.
Dann Magiker müssen wir noch einmal machen, damit wir endlich Steinhaut benutzen können. Und dann haben wir eigentlich alles. Also jetzt müssen wir noch kurz gucken, ob wir noch irgendwas weiter looten können. Aber dann können wir erstmal einige Punkte in Gesundheit ballern, weil dann sterben wir auch nicht mehr so häufig. So, oben sind wir dann fertig. Müssen wir noch kurz gucken, wo es hier noch überall lang geht. Gott, Alter, das Schloss ist way too big. Na gut, hier leben ja auch keine Ahnung, wie viele Vampire. Ich meine, es wäre ein bisschen krass, wenn das nur so zwei Räume wären oder so. Wäre es ein bisschen unrealistisch. Wobei, gut, technisch gesehen ist das auch so ein bisschen unrealistisch, weil selbst bei so vielen Leuten bräuchtest du... Entschuldigung. Selbst bei so vielen Leuten bräuchtest du ein bisschen mehr Platz wahrscheinlich. Okay. Ah, das hier sind die Gefangenen. Vampire Cattle. Ach, sind die zum Nähren da? Das ist unsere Nahrung quasi. Okay, hier ist so ein Gitter. Gibt es da keinen Hebel zu, kann man da nicht runter, hätte ich jetzt voll gedacht. Aber gut, da unten ist nichts. Nur Knochen im Wasser. Ja, okay, das ist die Folterkammer, aka Speisekammer. Interessantes für uns. Passt. Aber gut, passt auch zusammen, weil der Typ heißt Sklavenmeister. Dann ist der für das Essen zuständig. Gut, dann haben wir hier noch... Naja, genau, die Waffenkammer. Oh, da müsste es eigentlich rein theoretisch auch noch ein bisschen was Nices geben. Da ist nochmal Bücherschrank. Da hinten liegen Bücher. Okay. Das ist nur ein Eisendolch. Okay, und dann haben wir hier die letzten Räume, wo wir auch eh schon waren, wie gesagt. Gucken, ob es hier noch Vitrinen gibt. Kaiserlicher Bogen, das ist uninteressant. Ein Zaubertrank. Aber tatsächlich eine Zange aufgenommen. Ich habe wieder sehr viel Trash aufgehoben. Das müssen wir dann alles wieder weghauen. Schrank durchsuchen. Gold. Stahlpfeile nehmen wir auch mit. Stell ich das mal vor. Ich meine, gut, im Real Life, das ist schwierig, dazu einen Vergleich zu finden, aber doch, so euer Vorgesetzter läuft einfach so durchs Haus und nimmt sich einfach alles so. So. Und wenn du ihn so fragst, was machst du denn, dann sagt er einfach so, ja, ich loote nur ein bisschen Scheiß und will es verkaufen. Ja, das wäre schon ein bisschen komisch. Oh, da liegt Gold. Hoppala. Schrank durchsuchen, passt. Gut, dann haben wir es eigentlich. Mehr brauchen wir tatsächlich hier nicht. Ich würde nur noch hier ein paar von den Ärzten mitnehmen, aber wir haben wahrscheinlich volles Inventar jetzt. Okay, nehmen wir das auch noch mit. Passt. Sehr gut. Dann haben wir es. Haben wir alles gelootet und ja, dann würde ich eh sagen, ist die Folge vorbei. Da mache ich mich jetzt geschwind ins Verkaufen. Müsste eigentlich einiges bei rausspringen, also mindestens so 2000 eigentlich. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen. Plus einlagern und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's kurz rein. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.